Als die Familie im August 1941 vor der deutschen Armee aus Kiew floh und mein Großvater Semjon an die Front musste, blieb Babuschka allein zu Hause in der Engelsstraße, einer Straße, die steil auf den Prachtboulevard Kreschatik hinabführte. Babuschka wurde nicht mitgenommen. Sie konnte sich kaum noch bewegen. Und während des ganzen Kriegssommers hatte sie es nicht geschafft, die Treppe hinunter und auf die Straße zu gehen. Sie mitzunehmen war ausgeschlossen gewesen. Sie hätte den Weg nicht durchgehalten. Die Evakuierung erinnerte an einen Datscha-Ausflug. Und Babuschka wurde mit dem Gedanken zurückgelassen, dass sich alle wieder treffen würden, wenn der Sommer vorüber wäre. Der Juli forderte den Wechsel. Und alle diese Menschen auf der Straße hatten Koffer und Bündel, wie immer im Sommer. Nur die Eile und dass zu viele auf einmal da waren, verrieten, dass das Geschehen trotz der passenden Jahreszeit und der üblichen Habseligkeit nichts, aber auch gar nichts mit einem Datscha-Ausflug zu tun hatte. »Ich glaube, sie hieß Esther«, sagte mein Vater. Ja, vielleicht Esther. Ich hatte zwei Großmütter und eine von ihnen hieß Esther, genau. Wie vielleicht? Fragte ich empört. Du weißt nicht, wie sie hieß? Ich habe sie nie bei ihrem Namen genannt, erwiderte mein Vater. Ich sagte Babuschka und meine Eltern sagten Mutter. Vielleicht Esther ist in Kiew geblieben. Sie bewegte sich in der plötzlich leer gewordenen Wohnung mit Mühe. Das Essen brachten die Nachbarn. Wir dachten, fügte mein Vater hinzu, wir kämen bald zurück. Aber wir sind erst nach 7 Jahren zurückgekommen. Anfangs änderte sich in der Stadt nichts Grundlegendes. Es waren einfach die Deutschen gekommen. Als auch Babuschka der Aufruf, alle Juden der Stadt Kiew müssen sich pünktlich einfinden und so weiter, erreicht hatte, begann sie sofort, sich bereit zu machen. Die Nachbarn versuchten es ihr auszureden. Gehen Sie nicht. Sie können doch gar nicht laufen. Wenn alle, dann alle, sagte sie sich. Als ob es eine Ehrensache wäre. Und sie ging hinunter. Alles andere stand still. Wie genau sie hinunterging, verschweigt uns die Geschichte. Obwohl, nein, die Nachbarn müssen ihr geholfen haben. Wie sonst? Auf der Kreuzung unten machten die Straßen ihre Biegungen, rundeten sich in der Ferne und man spürte, dass die Erde sich doch dreht. Auf der Straße war sie dann allein. Außer einer Patrouille war in diesem Moment niemand zu erblicken. Vielleicht waren alle schon weg? 2 flachsblonde, stramme, beinahe elegante Männer flanierten gemächlich und pflichtbewusst auf der Kreuzung. Hin und her. Es war hell und öde, wie in einem Traum. Vielleicht Esther ging zu ihnen und sah, es war eine deutsche Patrouille. Wie viele ukrainische Polizisten am ersten Tag der Operation in den Straßen Kiews unterwegs waren, um das Erscheinen aller zu kontrollieren, hat niemand berechnet. Auch die Historiker wissen es nicht genau. Es gab viele Ukrainer, aber vermutlich oder sogar bestimmt näherte sich Babuschka lieber den Deutschen als den Ukrainern, denen sie misstraute. Aber hatte sie eine Wahl? Sie ging zu ihnen. Aber wie lange dauerte dieses? Thank you.
Herr Offizier, begann Babuschka mit ihrem unverkennbaren Anhauch, überzeugt davon, sie spreche Deutsch. Seien Sie so fein, sagen Sie mir, was soll ich denn machen? Ich hab die Plakaten gesehen mit Instruktis für jeden, aber ich kann nicht so gut laufen. Ich kann laufen allzu schnell. Sie wurde auf der Stelle erschossen. Mit nachlässiger Routine. Ohne, dass das Gespräch unterbrochen wurde. Ohne sich ganz umzudrehen. Ganz nebenbei. Oder nein? Nein, vielleicht fragte sie, seien Sie so nett, Herr Offizier, sagen Sie bitte, wie kommt man nach Babi Yar? Das konnte doch wirklich lästig sein. Wer mag das schon, auf dumme Fragen antworten zu müssen? Ich beobachte diese Szene wie Gott aus dem Fenster des gegenüberliegenden Hauses. Vielleicht schreibt man so Romane. Oder auch Märchen. Ich sitze oben, ich sehe alles. Manchmal fasse ich mir ein Herz und komme näher heran und stelle mich hinter den Rücken des Offiziers, um das Gespräch zu belauschen. Warum stehen Sie mit dem Rücken zu mir? Ich gehe um Sie herum und sehe nur Ihre Rücken. So sehr ich mich bemühe, Ihre Gesichter zu sehen, in Ihre Gesichter zu schauen, von Babuschka und von dem Offizier. Wie sehr ich mich auch strecke, um Sie anzuschauen, und alle Muskeln meines Gedächtnisses, meiner Fantasie und meiner Intuition anspanne. Es geht nicht. Ich sehe die Gesichter nicht. Verstehe nicht. Und die Historiker schweigen.